Und jetzt höre ich hier direkt nächstes Gebäude bauen. Ich würde so sagen, das ist so ziemlich unser zweiter Wolkenkratzer. Moin, Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem The Architect Paris Let's Play. Und heute starten wir rein mit einer ähnlichen Aufgabe wie zu Beginn der letzten Folge. Und zwar sollen wir diesmal kein niederländisches, sondern ein amerikanisches Feld bauen. Naja, wäre auch ein bisschen blöd, wenn wir jetzt nochmal das gleiche machen würden. Aber tatsächlich heute ist ein amerikanisches Feld dran. Auch da gibt es dann wieder eine Collection an solchen Gebäuden, die dafür passend sind. Es sind tatsächlich hier speziell vor allem Brooklyn Variants. Das heißt, wenn wir hier von einem amerikanischen Viertel reden, dann meinen wir im Speziellen eher halt, ja, Brooklyn. was einige Vorteile, einige Nachteile mit sich bringt, sind dann ein bisschen eingeschränkt sozusagen. Aber auf der anderen Seite wiederum haben wir auch ein bisschen so ein Thema, woran wir uns orientieren können. Das Problem ist, ich will trotzdem hier nicht irgendwie immer nur mit einer Variante kommen, sondern ich will auch dann die verschiedenen Sachen eben ausprobieren, die wir hier haben. Hier seht ihr direkt, wie ich schon etwas ausprobiere, und zwar direkt zwei Gebäude ineinander baue. Ich glaube, dass das ist eben das Flat Iron Building ist, das ich mir hier so ein bisschen so als Vorbild genommen habe. Natürlich, also nicht 1:1, sondern halt so eher von einem groben Grundschnitt. Habe ich mich da orientiert dran und gesagt, jo, ist doch cool, wenn wir hier auch sowas drin haben. Ist halt ein recht bekanntes Gebäude eben aus New York, und ich habe gedacht, das passt hier super. Jetzt kommen wir auch schon zu einem kleinen Problem, was ich hier festgestellt habe, was wir mit diesen Brooklyn-Typen haben. Die gehen irgendwie nicht so flott ineinander über. Das ist eher da so eine harte Grenze, wie man das hier sieht. Ich will natürlich auch immer versuchen, möglichst viel auszuprobieren, möglichst viele verschiedene Gebäude reinzubauen. Genau, das werden wir auch tun. Um da einfach ja wirklich auch alles mal abzudecken, alles mal ausprobiert zu haben. Allerdings, ja, wie ihr hier vielleicht schon sehen könnt, ist es ein bisschen problematisch, dass eben diese Übergänge nicht so fließend funktionieren, beziehungsweise manchmal ist das auch gar nicht so problematisch, aber hier teilweise. Hier muss ich ein bisschen was wegschneiden, weil das sonst mit diesen Holzplatten da zu sehr nach außen geragt hat. Und ja, wie ihr seht, also das ist jetzt eine Front, die ich hier habe. Ich bin ganz happy damit. Es ist jetzt nicht perfect in my opinion, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Beginn, guter Start, I don't know. Und jetzt werde ich hier direkt nächstes Gebäude bauen. Ich würde so sagen, das ist so ziemlich unser zweiter Wolkenkratzer. Ich habe hier ein bisschen erstmal rumgespielt. Ich wollte so ein bisschen was ausprobieren und habe dann direkt gemerkt, hier habe ich eine coole Form gefunden, die ich mal bauen wollte. Und genau das werden wir hier tun. Das ist ein Wolkenkratzer, den ich hier gebaut habe. Hier habe ich ein bisschen was ausprobiert, aber dann wieder verworfen, genau. Ich finde ganz hübsch. Nichts zu aufwendiges, nichts zu spektakuläres, aber halt irgendwie einfach, ja, wenn wir schon amerikanisch so ein bisschen New York in die Richtung gehen, dann würde auf jeden Fall ja noch ein weiterer Wolkenkratzer gut reinpassen, habe ich mir gedacht. Deswegen haben wir den hier gebaut. Und hier habe ich nochmal wirklich versucht, so möglichst alle Typen nochmal reinzuklatschen. Und ich bin recht happy damit. Obwohl, wie gesagt, also diese Übergänge sind halt recht problematisch, weil halt die Typen halt sehr krass dann quasi in eine Richtung gehen. Und du hast dann quasi keine Zwischenstufe, und dann ist irgendwie das eine Gebäude komplett bedeckt mit irgendwelchen Bildern und Folien und Graffitis und das andere dann halt so gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Wie ihr seht, habe ich hier diesen einen Part übrig gelassen, den fand ich ganz okay. Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier nicht alles abreißen. Ich hatte eben auch schon die ganzen Anforderungen erfüllt. Und hier habe ich ein schönes Foto gemacht. Ich finde, das ist echt eine schöne Perspektive von dem Ganzen. Mega happy. Genau, und wir kommen jetzt auch zu unserem nächsten Projekt, zum zweiten und letzten Projekt in dieser Folge, was auch wiederum ein bisschen größer ist vom Volumen sozusagen. Also gibt hier gleich vier Plots, die wir bearbeiten. Ich habe, glaube ich, tatsächlich die richtige Reihenfolge gemacht, vom kleinen bis zum großen Projekt. Das ist hier noch der kleinste Plot. Und hier geht es darum, dass wir sehr viel Parkanlagen
quasi neu installieren müssen, die allerdings auch zusammenhängend sein sollen, möglichst. Genau, und dass wir daraus halt verschiedene größere Parks jeweils in den einzelnen Plots halt reinbauen. Ja, genau, und das haben wir hier getan. Ich habe einfach ein bisschen wild umprobiert. Ich bin hauptsächlich bei diesen Hausmann-Varianten geblieben. Also habe hier die verschiedenen Typen, die wir, glaube ich, auch in der dritten Folge gesehen haben, nochmal ausgepackt und einfach versucht wirklich, dass wir hier einfach die Achievements quasi ausfüllen und eben diese Parkanlagen hier reinschaffen. Ich habe wieder ein bisschen versucht, auch mich zu orientieren an dem bisherigen Grundriss, da nicht allzu viel abzuändern, was halt nicht abgeändert werden muss. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen und wir haben hier auf jeden Fall nochmal einen großen Teil eben aus der Stadt tatsächlich einfach fertig gebaut, neu umgebaut, was mir auch sehr gut gefällt, dass wir da auch eben einfach diesen Progress machen und einfach diese Stadt ein bisschen umbauen. Ja, also ich hatte hier tatsächlich theoretisch ein bisschen mehr Freiheiten, aber ich habe auch mir gedacht, hey, ich will es ein bisschen simpel halten, nicht so wirklich over the board gehen, irgendwie übertreiben und sonst was für einen Kram da rein klatschen, so, sondern habe halt versucht, dass ich ja, wie gesagt, relativ simpel mache, einfach quasi das Ganze so ein bisschen saniere, ein bisschen, also nur grob das ausfülle, was halt eben auch angegeben ist. Ja, und ansonsten, ja, baue ich hier halt ein bisschen rum, habe ein bisschen einzelne Typen versucht dann nochmal ein bisschen speziell reinzubauen, aber hauptsächlich bin ich eben mal im Hausmannstil geblieben. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall hier 80%, wenn nicht sogar mehr gewesen von dem, was ich hier gebastelt habe. Und ich würde sagen, ansonsten habe ich hier gar nicht mehr so viel mehr Spannendes zu erzählen. Deswegen würde ich einfach sagen, Musik ab.
Right, und ich wollte noch mal kurz mich live melden und noch mal ein bisschen über das Projekt soweit sprechen. Und zwar merke ich einige Dinge und die wollte ich mal ganz kurz ansprechen. Wir haben hier zum Beispiel, dass ich finde, das ist sehr bemerkenswert. Kann ich das hier auswählen? Danke. Zwei Projekte in diesem Distrikt, Distrikt 20. Und zwar einmal hier mit so einem Medieval-Style, Bulwark, Half-Timbered and Church, also sehr so auf Oldschool. Und dann, wieso kann ich den nicht auswählen? Ah, hier geht's. Genau das Gegenteil mit futuristischen Designs. Was mir aufgefallen ist, tatsächlich eben jetzt nicht nur an diesem Beispiel, sondern auch über das ganze Let's Play bisher verteilt, dass ja, wir einige recht unrealistische Szenarien hier vorfinden. Eben ob das jetzt an mir liegt, ist vielleicht bestimmt auch irgendwo ein Teil oder eben am Spiel oder eben aus der Mischung von beiden. Wir haben auf jeden Fall ein paar unrealistische Szenarien hier mit, habe ich bisher festgestellt, mit dem, was wir bisher so gezockt haben. Und deswegen habe ich mir so gedacht, ey, ich versuche aufzuhören zu denken, ich würde hier einen realistischen Umbau von Paris komplett in diesem Let's Play veranstalten können. Ich verstehe momentan eher den Karrieremodus von dem Spiel als eine Möglichkeit, dich wirklich ja näher mit dem Spiel auseinanderzusetzen, über ein Tutorial hinaus. Also nicht einfach nur so, hey, das sind die Basics, und jetzt darfst du selber weitermachen, wie du willst, sondern dass es wirklich ein quasi weiter anleitet und halt einem ja wirklich das ganze Spiel zeigt, die ganze Bandbreite von dem, was möglich ist in dem Spiel. Und das eben hier auch in einem sehr kleinen Radius versucht, also in diesem einen Distrikt wirklich mit zwei kompletten Gegensätzen, die sich eigentlich wahrscheinlich eben nicht vertragen. Ja, weil einfach diese Karriere hier einfach einem ja wirklich alles aufzeigt, was das Spiel so zu bieten hat. Und ich finde, so kann man es auch spielen, weniger wirklich mit dieser Versessenheit, dass man hier versucht, irgendwie ein realistisches Ziel durchzusetzen, sondern mehr damit, dass man wirklich hier angeleitet wird, das Spiel in seinem ganzen Umfang kennenzulernen. Und das ist das auch, was ich tun werde. Ich merke so langsam, dass ich jetzt aber auch das Spiel so kennengelernt habe und dass hier jetzt nicht mehr so viele neue Sachen wirklich dabei sind in der Karriere. Deswegen ich auch überlege, ja, die Karriere jetzt nicht mehr allzu lange weiterzuspielen, aber dafür stattdessen eventuell mal auf DS, ja, auf den Sandbox, sehr deutsch ausgesprochen, auf diesen Modus halt eben umzuspringen und einfach da mal ein bisschen meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Wobei ich auch gerne in dem Rahmen kreativ bin, dass es einigermaßen realistisch ist. Das macht mir tatsächlich am meisten Spaß. Also ich will mich da nicht unbedingt drauf festlegen, aber tatsächlich macht mir das so am meisten Spaß ungefähr. Wenn ich da auch noch mich in einem realistischen Rahmen drin bewege. Ja, also so viel zu dem Thema. Ich glaube, ich werde am Ende, wenn wir das Projekt beenden, es wird, glaube ich, noch die eine oder andere Folge geben, dann werde ich auch nochmal ein ausführlicheres Feedback zu machen. Ich glaube, davon gehe ich aus. Genau, also, ja, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir wahrscheinlich das folgende Projekt spielen, Little Tokyo. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.